Lautstarke Proteste vor dem Tagungshotel des IOC in Rio de Janeiro. Die Inspektionsreise des Olympischen Komitees endete mit einem Eklat. Thomas Bach ist ein Naturzerstörer, stand auf einem Plakat zu lesen. Sogar als Mörder wurde der Präsident beschimpft. Die Umweltaktivisten demonstrierten vor allem gegen den Bau des Golfplatzes in einem Landschaftsschutzgebiet und die Verschmutzung der Guanabara-Bucht, wo die Segelwettbewerbe stattfinden werden. Trotz der angeheizten Stimmung suchte Thomas Bach den Dialog mit den Demonstranten. Der Golfkurs hat eine Art Ödland verursacht. Allerdings wurde mir zugesagt, dass die natürlichen Ressourcen, die dafür in Anspruch genommen wurden, wieder zurück an die Natur gegeben werden. As I was told, even some more of the natural resources, which have been claimed for this, have been given back to nature. Auf der Abschlusspressekonferenz des IOC in Rio nahm Bach zu weiteren Protesten und Vorwürfen Stellung. So würde das Golfgrün nicht mit Trinkwasser, sondern aus rückgewonnenem Wasser besprenkelt. Außerdem werde der Platz mit privaten Geldern und nicht mit öffentlichen Mitteln finanziert. Insgesamt zog Bach eine positive Bilanz der Vorbereitungen am Zuckerhut. Klar ist, dass das Organisationskomitee das Tempo bei den Bauarbeiten hochhalten muss. Wir sehen, dass vieles vorangetrieben wird. Die Böden der Veranstaltungsorte sind gelegt. Aber es ist nach wie vor viel zu tun und keine Zeit zu verlieren. Wir sehen die Arbeit, die noch zu bewältigen ist, aber wir sind zuversichtlich, dass alles rechtzeitig fertig wird. We see the work to be done, but we are confident that it will be done. Noch vergangenes Jahr hat es große Bedenken gegeben. Die Menschen, so versicherte Bach, würden von den Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur profitieren. Es gäbe ein Rio vor den Spielen und ein Rio nach den Spielen.